Erfolgreich wirtschaften heißt, dass Unternehmer, Behörden und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen. Das viel zitierte Netzwerken ist damit wichtiger denn je. Aus diesem Grund lädt die Wirtschaftskammer Voitsberg in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister alljährlich zu Jahresbeginn zum Wirtschaftscocktail mit Behörden und Sozialpartnern. Auch in diesem Jahr durften Regionalstellenobmann Peter Kalcher und Regionalstellenleiter Gerhard Streit wieder hochrangige Vertreter der Wirtschaftskammer begrüßen. Ich bin jetzt in meiner vierjährigen Amtszeit zum vierten Mal auch beim Neujahrsempfang hier. Also das heißt, wir sind ja nicht nur in den Vorwahlzeiten unterwegs, sondern wir sind ja auch die ganze Zeit bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man braucht die Rückmeldung vom Markt und man muss so quasi auch das Gespür mitnehmen oder auch die Belastungen, die hier vorhanden sind, um auch dann dementsprechende Schlüsse und auch Möglichkeiten abzuleiten, die Wirtschaft auch weiterhin zu beleben. Die Zeit der Einzelkämpfer, wo jemand sagt, ich mache alles und drückt die anderen mit dem Ellbogen weg, die ist vorbei. International geht es um Zusammenarbeit, national geht es um Zusammenarbeit, aber auch regional. Die Leute sind immer spezialisierter und es ist wichtig, dass jeder sagt, in dem und dem Bereich bin ich gut, aber ich teile auch mit anderen, ich arbeite zusammen. Und wie es der Präsident Herg auch gesagt hat, wir brauchen dieses Zusammenhalten auch innerhalb der Interessenvertretung. Wir brauchen eine starke Wirtschaftskammer, dass dieses Zusammen im Vordergrund steht. Großes Thema bei den Wirtschaftstreibenden war auch in diesem Jahr das Thema Lohnsteuer. Ich hoffe, dass sich was tut. Ich glaube, dass die Zeit reif ist. Es muss sich jetzt was tun, denn die Lohnnebenkosten sind einfach als Unternehmer nicht mehr tragbar. Ob sie da was tut oder nicht, die Regierung werden wir sehen. Wir sind da drauf, wir machen auch Druck, dass da was passiert. Denn das ist das Wesentliche, was wir brauchen, damit wir wieder Zuwachs kriegen. Na, ich denke mal, der Staat hat nicht ein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wir wissen, die Einnahmen der Republik, Gott sei Dank, sind ja zunehmend, aber auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im übermäßigen Faktor. Das kennt jeder in der Familie. Wenn die Ausgaben mehr sind als wir die Einnahmen, dann braucht es dramatische Maßnahmen, um hier entgegenzuwirken. Und deshalb, glaube ich, muss man hier wirklich alle Bereiche durchforsten. Es darf keine Tabus geben und deshalb muss man an der Ausgabenseite schauen und nicht mit neuen Steuern die Unternehmerinnen und Unternehmer und den Mittelstand stärker zu belasten. Es wird wirtschaftlich gesehen also kein einfaches Jahr werden, aber sicher ein zukunftsweisendes.